Heute möchte ich mal ein Video für euch machen, warum wir unsere Kinder zweisprachig aufwachsen lassen wollen. Wir hatten ja da dieses Homeschool-Video online gestellt und am Ende vom Video habe ich erzählt, dass ich viel mit den Kindern Englisch rede und daraufhin kamen ja die Fragen, ob wir da mal ein Video zu machen würden. Und das mache ich jetzt mal für euch. Und zwar ist es mir ganz wichtig, dass die Kinder Englisch können. Einfach deshalb, weil wir einfach viel reisen und weil es für die Zukunft wichtig ist. Es ist ja die Weltsprache. Und warum es den Kindern nicht mitgeben, wenn man es auch, wenn man es spricht. Und also ich mache das so, ich spreche mit den Kindern, seit sie klein sind, Englisch. Meistens Englisch und Kello spricht Deutsch mit den Kindern. Und also es klappt echt ganz gut. Also wir mischen da auch natürlich, aber es klappt doch besser, als wir es gedacht hatten. Also Julie hat da kein Problem mit, auch im Ausland dann mit den Kindern sich zu unterhalten und mit den Leuten. Sie ist ja erst, wird ja morgen erst 2, hat morgen Geburtstag. Und, aber es ist trotzdem erstaunlich, wie gut sie das schon kann und wie toll sie es auseinanderhalten kann. Also auch die Tiere und die Farben und die ganzen Wörter und so, was sie eben schon sprechen kann. Ja. Ist uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wir machen das so, es gibt viele erstmal Unterstützung durch Clips im Internet, die man sich anschauen kann, Reime und das ABC und Form und sowas alles und Bücher. Und dann gibt es auch fürs Flugzeug oder für den Zug Apps fürs iPad. Das ist auch immer ganz cool. Das ist einfach dann mit viel, viel Spaß verbunden und eben auch mit den Kindern so viel sprechen. Also auf Englisch Fragen stellen und ja, klappt eigentlich ganz gut. Wir haben ja schon erzählt in dem Video bei Jamie, haben wir es ein bisschen schleifen lassen. Das war jetzt so ein bisschen Unsicherheit von mir auch. Also ich hatte ihn am Anfang schon mit Englisch, aber er hat dann eigentlich immer Deutsch geantwortet oder Deutsch mehr gesprochen und dann habe ich es irgendwann ein bisschen schleifen lassen. Und bei Julie, nochmal neu anfangen, habe ich es dann halt echt intensiver gemacht. Und ja, das hat echt zum Glück besser geklappt. Und ja, und jetzt lernt aber auch nochmal durch Julie ganz viel dazu. Also immer mal wieder. Ja. Und ja, wir machen halt, also wir erziehen sie halt Deutsch und erziehen ist immer über das Wort. Also wir sprechen mit den Kindern Deutsch und Englisch, weil eben Deutsch auch noch wichtig ist, weil die Oma und Opa und die Verwandtschaft eben Deutsch spricht und wir noch hier leben, deswegen auch Deutsch. Und es ist ja cool, dass man dann weiterkommt einfach später mal. Na, du kannst also dann bist du weltoffener, du kannst dich überall bewerben, ist ja heutzutage echt wichtig. Und das Coole ist bei den Kindern, dass sie das wirklich so mitlernen quasi, wie so ein Schwamm. Das ist später geht das gar nicht mehr so einfach, glaube ich. Nennt man ja einen Erwachsenen, wie jetzt auch immer Spanisch oder Italienisch oder sowas lernen müssten. Das würde echt gar nicht mehr funktionieren. Es dauert halt auf jeden Fall viel, viel länger. Und bei den kleinen Kindern geht es eben einfacher. Und deshalb, ja, warum es nicht mitgeben. Wenn ihr da irgendwie Fragen noch habt oder so, dann könnt ihr gerne immer schreiben. Oder ja, wir gucken echt, dass wir da immer auch in Kontakt mit euch bleiben und sind. Und es ist echt voll schön, dass wir auch so viele coole Feedbacks bekommen. Und nochmal ein großes Dankeschön an euch. Ja, das ist echt toll. Und eben auch Anregungen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Video. Und ja, da kann ich euch nachher nochmal ein paar Sachen zeigen auch. Hier angehängt an dem Video, wie wir das so machen in der Praxis. Und ja, da freuen wir uns immer, dass wir mit euch so coolen Kontakt haben. Okay. Where is the horse? Horse down. Yay! And where is the cow? Horse down. Yeah. And where is the rabbit? Rabbit down. Yeah, that's right. Where's the pig? Put it in here. It's the right place. Where's the hen? Hen is down. Oh, what's that? What's there? Chickens? Yeah. Chickens. Where's the sheep? Sheep is down. Yay. That's good.
Where's the duck? Duck is down. Yay, very good. Wo ist das Schwein? Schwein ist down. Ja. Wo ist die Kuh? Kuh ist down. Wo ist der Hase? Wo ist das Schaf? Wo ist die Ente? Und wo ist das Pferd? Und wo ist der Hund? Yeah, super! Julie, what's that? Circle. What's the shapes? What is that? What shape is that? What is that? What kind of shape? Shape is star. It's a star. What is this? Triangle. What's that? Round. It's not round. It's a square. Nein, it's round. Wo ist der Kreis? Kreis. Ja. Wo ist das Herz? Da. Ja. Super. Haben wir noch kleine Animal Books. What is that? Owl. What sound does the owl make? Owl. Eule. Die Übersetzung kommt gleich auf. What's that? Lion. What's in German? Löwe. What's that? Krieger. Spice. What is that? What color? Red. Red. And this one? Orange. Orange. And what color is this? Yellow. Yellow. And what color is this? Purple. Purple. And what color is this? Pink. Good job. And you put the teddy bear on top? Yeah. Very good. A present for me. That's so nice. Thank you. What are you doing? You want to play a little bit? That's Jamie's eagle. Jamie's eagle? Yeah. Wow. Show me. What can he do? Jamie's eagle. He's sleeping? Hey Jamie, what's going on? That's your eagle. Whose baby is this? You know the answer? Kangaroo baby. Kangaroo's baby. What next? The last side. Whose baby? Our baby! Yay! Mama! Yeah!
Und hier sind auch noch ein paar Englisch-Lernbücher. Ist immer ganz toll. Gegenstände aus dem Alltag. What is this? Treehouse. A treehouse. That is right. What is that? A teddy bear. Watch out, watch out. And what is... What is this? It's an apple. And what's that? Salt. Salt. Oh, that's your favorite one. Ice. Ice cream. What number? It's 8. It's an 8? What number is this? What? 5. Very, very good. Give me 5. Yeah. Yay. Ja, und so kann man es eben dann machen. Immer mal Bücher anschauen zusammen. Die verschiedenen Wörter, die verschiedenen Dinge benennen auf Englisch. Und eben coole Songs immer mal singen mit den Kiddies. Ganz hilfreich dann. Where's the heart? Yay! Where's the circle? Circle star. Where? Where? Where's the circle? Where is the triangle? Where was that? Yay! Where is the square? Star! Yay! Where is the star? Star! Yay! Good job! Weiter? Habt ihr ja gesehen, wie wir das handhaben, so ein bisschen mit der bilingualen Art für Jamie und Julie. Welche Möglichkeiten es da gibt, welche Bücher, wie wir halt im Täglichen mit dem Thema umgehen. Da gibt es sicherlich ein paar Punkte, die nicht der Schulmeinung so ganz starr entsprechen, aber so sind wir ja auch nicht. So sind wir nicht, ja. Also in der Theorie ist es natürlich so eigentlich sinnvoll, dass ein Elternteil immer nur eine Sprache spricht. Mhm. Aber das ist in der Praxis halt echt schwierig umzusetzen im Alltag. Also ich jetzt nur Englisch und er Deutsch. Also ich spreche fast nur Deutsch, da halte ich mich dran. Ja, das ist auch einfach. Aber ist schwierig, deswegen mischen wir ein bisschen unser eigenes Ding da einfach. Und ja, genau. Ja. Aber es klappt wirklich ganz gut. Also man ist echt erstaunt. Also Judy kann da echt auch dann auf Englisch antworten und man kann sich unterhalten, aber genauso auch Deutsch. Ja, es ist wichtig, dass man nicht im Satzbau das mischt, dass man nicht jetzt dieses Spiel hin und her, Frage-Antworten in verschiedener Sprache, dann halt handelt, sondern wenn man Englisch mit ihr anfängt, dass auch Englisch weiterspricht, bis man dieses Thema oder die Situation beendet hat, dass er da den direkten Bezug dann halt zu hat. Und genauso dann halt auch wieder im Deutschen, wenn wir Deutsch mit ihr reden. Klar rutscht es auch mal raus, wenn man unterwegs ist und man spricht einzelne Worte in beiden Sprachen halt an. Das sind Birdie und Vogel und Dog und Hund und Cow und Kuh. Das mischt man sicherlich hier schon mal. Ich lerne auch wieder noch dazu. Von daher passt das wirklich gut. Und für uns ist das Wichtige, das Ergebnis zu sehen. Und wenn man halt sieht, wie du vorhin schon gerade gesagt hast, wenn man eben im Ausland irgendwo ist, wenn man irgendwo landet, dann sind eben so die Fragen, die dort gestellt wurden, für die Kinder vielleicht normal. Es fängt ja auch am Flughafen Englisch schon an. Man denkt, man braucht es ja eigentlich nicht. Aber wenn man unterwegs ist, Abflughafen ist international und dann fragen die Leute halt, hey, how are you, what's your name und so. Und da können unsere dann ganz lässig antworten. Genau, Julie.
Und weil sie, dass das die Frage ist, wie heißt du jetzt? Und das ist schön zu sehen und das ist es ja auch, was wir mit erreichen wollen. Wir wollen jetzt nicht den perfekten Dolmetscher dabei haben, sondern wir möchten, dass die Kinder in der Welt sich verständigen können, dass man die ganzen Dinge, die man braucht, halt entsprechend auch umsetzen kann. Und man lernt ja, indem man unterwegs ist. Und wenn man im Ausland ist, ja eh noch viel mehr. Und eben verspätet, du brauchst Englisch, das ist echt wichtig. Ja. Und unsere Muttersprache im Ausland ist ja eh nur dieser klitzekleine Teil, wenn man wir mal zusammen sind mit den Kindern, aber ansonsten im Außenverhältnis, wenn man da unterwegs ist, in einer Gaststätte Leute trifft und sprechen ja eher Englisch. Ja. Insofern hat man diesen Block Englisch ja dann eh, wenn man unterwegs ist und nur in der kleinen Family, dann eigentlich ja die Deutschsprachigkeit. Da passt das ja dann doch wieder so schön. Das ist auch schön, wenn sie dann mit Kindern zusammen sind, Englisch dann sprechen. Ist dann in der Praxis noch viel cooler mit Kindern zusammen auch. Ne? Ja. Es war cool mit auf die Medo mit der kleinen Lu aus Australien, also Mix Australien-Indo, das war ganz cool. Ja, nee, das ist schön zu sehen. Und auch die Leute, habt ihr gesehen in dem Video, wo Julie halt High Five alle abklatscht, da hat, die sprechen ja doch alle nur Englisch oder wenn da sogar nur Balinesisch. Und trotzdem kann man sich verständigen, dann halt über den englischen Oberbegriff. Also. Genau. Ne? Ja, das wollten wir euch eigentlich mit dem schönen Video zeigen. Juni hauptsächlich ja unterwegs, was diese Zweisprachigkeit halt angeht. Wie sie schon gesagt hat, wenn irgendwelche Fragen sind, wenn irgendwelche Themen sind, gerne als Kommentar oder auch eine E-Mail, dann kann man das ganz individuell besprechen. Kritik, auch wie immer gern willkommen. Ja. Wir nehmen da auch gerne immer was auf und gucken, ob das bei uns reinpasst. Und ja, dann werden wir in der Zukunft mit weiteren spannenden Themen sicherlich um die Ecke kommen. Auf jeden Fall. No. Na dann, bis die Tage. Genau. Ciao. See you. Hi, babe. Again. Give high five. That's everybody. Give your high five to your fans. Yeah.